Hi, willkommen zu einem weiteren Teil der Arri-Serie. In diesem Teil wird es spannend. Es geht um das Thema Arri Alexa bzw. Arri Alexa Mini. Wie werden diese Kameras zusammengebaut? Wie werden sie geprüft, bevor sie auf den Markt kommen? All das erfahrt ihr in diesem Video. Viel Spaß! Ja, wir sind jetzt hier in der Assembly-Abteilung. Was passiert hier so im Allgemeinen? Also man sieht ja hier schon so ein paar Alexa-Minis stehen. Sieht ganz gut aus. Sehr schön. Also hier ist eigentlich unser letzter Prozessschritt. Hier sieht man schon nach der Montage unser sogenanntes ATO, Assembly to Order. Das heißt, wir fertigen in der Produktion anonym und haben dann, sagen wir mal, hier unser sogenanntes Fertigwarenlager. Das betrifft gerade die Modelle Alexa Mini und Amira, denen wir dann speziell nach Kundenwunsch nochmal die Konfiguration mit den entsprechenden Sucher, mit dem entsprechenden Mount und das spezifische Zubehör nochmal testen. Das sehen wir hier an den hinteren Arbeitsplätzen. Nochmal einen sogenannten kleinen Quick-Check machen, um sicherzustellen, dass das, was der Kunde erhält, auch wirklich funktioniert. Und erst dann geht es durch die Tür heraus. Wir haben ja unser First Customer Shipment jetzt im März. Und wir laufen momentan wirklich alle auf Hochtouren von Alexa LF. Ja, und der Rest, Großteil Alexa Mini sehe ich hier rumstehen. Die großen genau. Alexas werden gar nicht mehr so oft. Der Vorgängermodell Alexa SXTV bieten wir natürlich nach wie vor an, aber momentan haben wir uns konzentriert jetzt auf den Neuanlauf, auf die LF. Also hier sehen wir die Alexa Mini Montage, auch wieder wie unten bei der Amira im One Piece Flow. Das bedeutet wirklich ein Stück von Anfang bis Ende fertig. Das ist unser sogenannter Kamera-Core. Ja, der ist wirklich aus Aluminium, ist komplett vernickelt und der dient, sagen wir mal, der Temperatur, die in der Kamera entsteht, die optimale Wärmeableitung über zwei aktive Filter nach außen zu bekommen. Und was sehr wichtig ist, die Anbindung zwischen den Elektronikboards und dem Aluminiumblock ist ein sogenannter Gapfiller, ein Zwei-Komponenten-Gapfiller, der somit die optimale Wärmeüberleitung möglich macht. Also was wir hier sehen, ist das hintere Gehäuseteil von der Alexa Mini, das komplett in CFK gefertigt ist. Mittlerweile hat sich der Aufwand, sagen wir mal, von Montage zur Prüfung so verschoben, dass es wirklich halbe-halbe ist. Okay, ja. Aber das erwarten die Kunden, dass die Kamera halt komplett funktioniert. Ja. Der abschließende Test in der Prüflinie ist nochmal die sogenannte Bildqualität 2 bei uns im Haus genannt, wo wir nochmal die Kamera auf eine optische Bank geben, auch nochmal mit einer Ulbrichtschen Kugel arbeiten und einem ESA-Testchart, um auch nochmal sicherzustellen, dass die Farben auch sauber und wiedergegeben werden. Dazu gibt es eben auch noch ein High Dynamic Range Chart, das wir dann reingeben. Und wie man hier nochmal sieht, diesen Bildern, wo wir auch den Kameras nochmal vergleichen, wie rot ist rot, wie gelb ist gelb und wie grün ist grün. Und wir müssen einfach sicherstellen, dass jede Kamera, die am Set verwendet wird, gleich kalibriert ist. So, was wir dann eigentlich mit jeder Kamera noch betreiben, ob das jetzt eine Alexa Mini ist oder eine Amira oder eine Alexa LF aus dem aktuellen Produktionsprogramm, ist unser Umwelttest. Das bedeutet, wir haben einen Rütteltest, wir simulieren dort einen 1600-Meilen-Transport und wir fahren einen Temperaturzyklus von minus 20 Grad bis plus 45 Grad. Und das machen wir wirklich mit jeder Kamera, sodass wir unsere Kameras nicht mehr nochmal speziell präparieren muss, wenn es in Extremeinsätze geht, sondern das ist eigentlich von Werk aus garantiert. Und diese minus 20 Grad hat die Besonderheit, das ist ein Alleinstellungsmerkmal von Arri, während wir ja wissen, dass von iPad und iPhone bei minus 20 Grad nichts mehr funktioniert, da ist bei 0 Grad dann Schluss. Unsere Kameras funktionieren dann noch und man braucht nur noch den roten Rack-Button drücken und los geht's. So, wir sind hier in der Objektivabteilung und jedes Objektiv, das sagen wir mal, in den Namen Arri das Haus nochmal verlässt, wird hier nochmal auf den sogenannten Projektor draufgegeben und die Qualität überprüft, damit wir wirklich da sicher gehen, dass auch hier ein optimaler Schärfenverlauf sichergestellt ist. Das ist der Projektionstest, wo wir gucken, wie der Kontrast ist, ob die Entfernungsskalierung richtig eingestellt ist, ob das Bild gleichmäßig ist. Genau. Was muss man für eine Ausbildung haben, um hier arbeiten zu können? Also gibt es irgendwie so einen Ausbildungsberuf, Kamerazusammenbauer oder wie? Was hat man für eine Qualifikation hier? Diesen Beruf, den gibt es leider noch nicht so in der Form, dass es, sagen wir mal, am Markt wir uns dort bedienen können. Aber wir bilden aus, auch ich bin ein Eigengewächs bei Arri. Ich habe meine Karriere hier begonnen 1986. Das heißt, ich bin im 32. Jahr und habe damals noch Feinmechaniker gelernt. Wir bilden aktuell im technischen Bereich Industriemechaniker Fachrichtung Feinwerktechnik aus.
und Elektroniker für Geräte und Systeme, um dort, sagen wir mal, dem Technologiewandel auch gerecht zu werden. Und dann richten wir und ziehen unsere Nachwuchs eben hoch und haben doch eigentlich, sagen wir mal, eine bemerkenswerte Betriebszugehörigkeit. Der längste war 60 Jahre bei Arri. Und naja, ich bin auch noch guter Dinge. Ja, sehr schön. Das heißt also, wenn man hier seine Ausbildung macht, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass man auch längerfristig hier wahrscheinlich beschäftigt wird. Also zu meinen Leuten, also wir feiern auch jedes Jahr die Jubilare. Meistens ist das immer der 1. September, wenn die Ausbildung beginnt. Und bei meinen Mitarbeitern ist es so, ich habe sie wirklich dann nach der Lehre bis zu 45 Jahre Betriebszugehörigkeit und gehen dann in die Rente. Nicht schlecht, klingt gut. Ja, das war's zum Thema Produktion von Arri-Kameras. Ich fand es mega spannend zu sehen, alleine schon, dass wirklich jede Kamera auf den Prüfstand kommt sozusagen und nicht wie bei anderen Firmen, dass nur jede 20. oder jede 30. Kamera irgendwie mal so stichprobenartig getestet wird. Also Qualitätssicherung wird eben bei Arri auch sehr groß geschrieben. Fand ich sehr cool zu sehen. Ich hoffe, das Video hat euch Spaß gemacht und jetzt würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao.